nun, wie vorher bereits angekündigt, Herbert Kickl, der FPÖ-Generalsekretär. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus. Ja, das war eine wichtige Ergänzung der Kollegin jetzt. Der VfGH hat sich für unzuständig erklärt, einmal mehr, in einer politisch gar nicht so wenig brisanten Frage. Und es gibt auch immer mehr Personen, die davon sprechen, dass diese für Unzuständigkeitserklärungen des VfGH, sage ich mal, so politische Auftragsarbeit sind. Wahrscheinlich sollte man sich das auch einmal in nächster Zeit etwas genauer anschauen. Ich habe mich aber nicht deshalb zu Wort gemeldet, sondern ich habe mich deshalb zu Wort gemeldet, weil der Kollege Neubauer eine ganze Reihe von äußerst unqualifizierten Repliken auf seine großartige Rede hier geerntet hat. Und da muss man doch das eine oder andere richtigstellen. Ne? Ja, ja, es ist auch eine Strategie, dass man versucht, den eigenen sozialpolitischen Kahlschlag, den man da seit Jahren betreibt, wurscht wer oder wessen Gesicht das Ministerium gerade ziert, dadurch besser zu machen, dass man versucht, irgendwelche Halbrichtigkeiten aus der Geschichte zu exhumieren. Tatsache ist, wenn wir über Neiddebatte reden, es gibt keine Partei, die so sehr mit der Neiddebatte überhaupt politisch argumentiert, wie es die SPÖ tut. Seit Jahren, und es gibt kein besseres Beispiel dafür, wie die Millionärs. Steuer. Die ganze Debatte um die sogenannte Millionärs-Reichen und wie sie auch immer heißt, Steuer, ist nichts anderes als eine einzige Neiddebatte, geschürt und gezündelt, permanent von der SPÖ. Nicht deswegen, weil sie es bezwecken will, dass es irgendjemand von den Kleinverdienern, von den Mindestpensionisten etc. in diesem Land besser geht, sondern weil sie schlicht und ergreifend, und jetzt bin ich bei ihrer Parteigeschichte, offensichtlich aus dieser Problematik, sich vom Marxismus heraus zu wursteln, immer noch ein angespanntes Verhältnis mit dem Begriff des Eigentums hat. So erkläre ich mir das, dass Sie derartig auf Kriegsfuß stehen mit allem, was Vermögen betrifft. Da geht es nicht um die Reichen, sondern da geht es um Ihr Feindbild Eigentum. Sie tun ja gerade so, Sie tun gerade so, als ob jemand, der es im Leben so was gebraucht hätte, sich das alles zusammengestohlen hätte. Und das ist genau dieses Feindbild schüren und das ist genau dieses Missgunstsehen, für das in diesem Land die SPÖ zuständig ist und niemand anderer. Und wie Ihr Lösungsvorschlag aussieht, das wissen wir ja. Die sozialistische Jugend hat ja gesagt, bitte die Reichen aus dem Land vertreiben. Die gegenteilige Komponente heißt dann, und diejenigen, die wir im Sozialsystem bezuschussen müssen, die holen wir da herein. Die holen wir dann herein in Mengen, Monat für Monat immer mehr. Die Arbeitslosenstatistiken explodieren. Und für alles das haben wir Geld. Da habe ich noch nie gehört von Ihnen oder von den Bedenkenträgern der Sozialdemokratie, das können wir uns alles nicht leisten. Um Gottes Willen. Wo soll das denn hinführen? Da sind Sie mucksmäuschenstill und liegen vor den internationalen Entwicklungen am Bauch und wagen es nicht einmal mehr, den Kopf aufzuheben und irgendein Wort dagegen zu sagen. Da können Sie Ihre 90-jährigen Geburtstage feiern, wie Sie wollen. Das macht die Sache auch nicht besser. Sagen Sie doch den österreichischen Pensionistinnen und Pensionisten, den Mindestpensionisten, dass sie ihnen diese 1.200 Euro im Jahr einfach nicht wert sind. Sagen Sie es ihnen klar heraus. Und sagen Sie ihnen aber klar dazu, dass es für Sie kein Problem ist, jemanden, der subsidiär Schutzberechtigter, weil er als Drogendealer in seiner Heimat vielleicht eine etwas strengere Strafe erwartet, als er sie hier zu erwarten hätte, der dann nicht abgeschoben wird, aber von uns die Mindestsicherung bekommt. Sagen Sie das dazu. Da habe ich von Ihnen noch nie gehört, dass wir uns das nicht leisten können oder dass wir uns das nicht leisten wollen. Und das ist die Unehrlichkeit in dieser ganzen Debatte. Politik ist immer eine Frage von Verteilen. Ja. Die Ressourcen sind nicht unbegrenzt, aber die Frage ist, welche Schwerpunkte setze ich in der Verteilung? Und da haben Sie schon lange aufgehört, auch nur ansatzweise die Interessen der österreichischen Bevölkerung zu vertreten. Da macht es die Sache auch nicht besser, wenn Sie permanent die Rettung eines Pensionssystems wie des ASVG-Systems propagieren, aber dann Jahr für Jahr diejenigen, die die vollen Beiträge gezahlt haben, um die volle Erhöhung kommen. Denen wird ja nie die volle Pensionserhöhung gewährt, sondern Jahr für Jahr fallen die wieder durch und nehmen diese Verluste mit. Wissen Sie, was das Ergebnis sein wird? Es wird irgendwann einmal eine Aufkündigung dieser Generationengerechtigkeit geben, weil die Leute sich sagen werden, wieso soll ich volle Länge einzahlen, wenn ich dann unterm Strich letztendlich auf dem Niveau der Mindestsicherung hängen bleibe. Das wird das Ergebnis sein und das ist dann auch die von Ihnen viel gepriesene Harmonierung des Sozialsystems. Und auch noch ein Wort zum Pflegegeld, weil Sie sagen, auch hier,
Das ist ja, da haben Sie nicht gekürzt und da haben Sie nur umgeschichtet. In Wahrheit ist Ihnen das Pflegegeld in den unteren Stufen deshalb ein Dorn im Auge, weil Sie es nicht kontrollieren können über Sachleistungen, weil Ihre ganzen Institutionen dort nicht zum Zug kommen, sondern weil es in der Familie bleibt und weil dort halt oft Frauen diese Tätigkeit ausüben. Und das passt Ihnen nicht in Ihr ideologisches Konzept, dass es Familien gibt, in denen diese Pflegearbeit fantastisch geleistet wird. Das ist Ihnen ein Dorn im Auge. Hinaus ins Heim und da ist wurscht, wenn der Platz noch teurer ist. Hauptsache unter sozialistischer Kontrolle. Vielleicht auch noch dann dazu verwendet, dass man Wahlkarten möglichst günstig ausfüllen kann. Die Sozialdemokratie der Gegenwart ist ein in vielen Bereichen das gerade Gegenteil dessen, was sie historisch einmal gewesen ist. Sie verteilen heutzutage von unten nach oben. Wenn Sie Milliardensummen nennen, die die Mindestpensionsanpassung kosten würde, dann haben Sie damit die Summe genannt, die Sie diesen Menschen Jahr für Jahr stellen. Ist Ihnen das klar? Ich bedanke mich für diese erhellenden Worte. 7 Milliarden pro Jahr enthalten Sie eigentlich den Mindestpensionisten vor. Jetzt wissen wir, wer die Krisen zahlt. Jetzt wissen wir, wer die Spekulationsverluste zahlt. Jetzt wissen wir, wer diese internationalen Verschiebungen von Euros quer über den Kontinent finanziert. Es sind zu einem großen Teil die Mindestpensionisten. Sie verteilen also von unten nach oben und nicht, wie Sie es immer behaupten, von oben nach unten. Und Sie verteilen leider auch vom Inländer zum Ausländer. Sonst könnte es nicht immer noch der Fall sein, dass wir hunderte Millionen an Familienleistungen ins Ausland verschieben oder dass wir für Leute, die in Österreich keine Pensionsbeiträge geleistet haben, die Pensionen auf die Mindestpension auffetten. So schaut es aus in diesem vielgepriesenen Europa, das eine schiefe Ebene ist. Meine Damen und Herren, man darf sich nicht wundern, dass Ihnen auch anlässlich Ihrer Hochämter, die Sie ja jetzt in den letzten Tagen begehen, seien es SPÖ oder sei es Gewerkschaftsbund, dass das auch nichts daran ändert, dass Ihnen auch in weiterer Folge die Wählerinnen und Wähler in Scharen davonlaufen werden bei dieser österreichfeindlichen Politik. Emotionale Kritik an der Ablehnung des FPÖ-Antrags für 1200 Euro Mindestpension durch die Regierungsfraktionen kommt von Herbert Kickl von der FPÖ. Angela Fichtinger.